Die Firma Rail Invest hat ihren Maschinen ein neues Farbkleid gegeben. Im Güterbahnhof Greifswalder Straße in Berlin rangiert die SRI-Lok 151033. Blau mit geschwungenen Wellenlinien soll die Dynamik der E-Lok unterstützen. ...151033 ist an die Potsdamer Eisenbahngesellschaft untervermietet. Die Lok wird einen langen Kesselwagenzug ins Ruhrgebiet bringen. Vorher leistet ihr noch ein ICE-Gesellschaft. Ausfahrt. Durchfahrt im Bahnhof Parc Sanssouci. Auch das ist eine SRI-Maschine, abgestellt im Güterbahnhof Spreewitz. 151/124 trägt das alte Farbkleid Chromoxidgrün mit schwarzem Rahmen. Sie hat allerdings nie diese Lackierung getragen. Ausgeliefert wurde sie in Ozeanblau-Beige. Eine DRV-100 stellt den Zug bereit. Kesselwagen mit Braunkohlenstaub aus dem nahen Fördergebiet Schwarze Pumpe. Lokführer Frank Pietschmann wird die Lok heute bis nach Magdeburg fahren. Ein Kollege dann weiter bis nach Schwerte. Frank Pietschmann beginnt mit dem Aufrüsten. Zuerst wird angebügelt. Kontrolle, der Bügel ist oben. Jetzt werden die Luftleitungen entwässert. Das Kondenswasser muss raus. Der Hauptschalter hat die Lok unter Strom gesetzt. Jetzt läuft der Hauptluftpresser. Langsam wird der Druck aufgebaut. Die Bremse ist in Ordnung. Die Lüfter fahren hoch. Die Lok ist aufgerüstet. Jetzt wird zum Rangieren der Führerraum gewechselt.
Fahrhebel auf vorwärts und los kann's gehen. Noch nicht ganz. Erst muss noch die Handbremse gelöst werden. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Grüße dich, Frank hier. Ja, grüß dich. Auf der 151er. Ich würde gerne an den 69-210 ranfahren. 69-280? Nein, 210. Was ist denn das? Eine Zugnummer. Nee, ich habe jetzt 69-280. Nein, bei mir steht 69-210 und dazu habe ich auch einen Fahrplan. 69-210, da gucke ich mal nach, was das dann wieder ist. Genau. Na gut, also ich fahre dann noch gleich 6er. Jawohl, geht los. Gut. Danke, gut. Tschüss. Langsam rollt die grüne 151 an den Zug. Die Leistung nach Schwerte wird von der Havelländischen Eisenbahn gefahren. Die SRE-Lok ist nur angemietet. Der Kesselwagenzug hat es in sich. Über 2000 Tonnen Zuggewicht bringt er an den Zughaken. Heutzutage muss der Lokführer selber kuppeln. Zwei Gesichter, alt und neu. Wer sieht schöner aus? Mehr Kraft hat die 151 allemal. Gleich nach der Ausfahrt der 145er wird sich auch 151-124 auf den Weg machen.
Über 40 Jahre Baureihe 151 liegen hinter uns. Bei der DB ist der Abschied abzusehen. Weiterleben wird sie bei den Privaten oder im Museum. Die Baureihe 151. Eine starke Lok für schwere Züge wird uns noch hoffentlich lange begeistern.